Doms Dodge Charger. Ein Fahrzeug, was zu einem Markenzeichen der Anfangszeit eines großen Filmfranchises werden sollte. Dom baute den Charger zusammen mit seinem Vater. Der super übertrieben getunte Dodge kam auf 900 PS und Doms Vater brach damit den Rekord für eine Viertelmeile, indem er sie unter 9 Sekunden bewältigte. Nachdem Doms Vater beim Rennunfall starb, wurde er aus seinem Trauma heraus jahrelang von Dom nicht mehr gefahren. Der Rest ist ein Stück Filmgeschichte. Und zu diesem Fahrzeug gibt es nun ein bezahlbares Set von Panlos Brick. Und dazu seht ihr jetzt die Review. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu Dom's Dodge Charger aus Fast and the Furious. Und zwar ist es die Sembo 666009. Und ihr seht es natürlich, ja, ich habe jetzt hier keine Originalverpackung dazu. Das liegt daran, dass es mal wieder aus China bestellt wurde und in so einem Polybag geliefert wurde. Und nein, Norbert K., ich bin kein Stammkunde bei Wish. Ich weiß, es ist nicht ernst gemeint gewesen, die Frage. Aber ich möchte da mal ernsthaft drauf eingehen. Und zwar finde ich, dass bei Wish die meisten Sets von Klemmbausteinen sehr, sehr überteuert sind. Ist bei Wish so, ist bei Yum so. Und ich bestelle, wenn ich Klemmbausteine aus China bestelle, bei AliExpress, verlinke ich euch auch nochmal unten, wie gesagt. Und da ist es einfach preismäßig viel, viel angepasster als bei Wish oder bei Yum. Ist meine Meinung. Kann sein, ihr habt es auch schon anders erlebt. Wir haben hier jetzt natürlich die Teile in den Tüten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tüten auf, ich weiß nicht, 300 Teile hat das Set ungefähr. Ist ein bisschen übertrieben, aber da reden wir mal nicht drüber. Dann haben wir hier noch das Grundfahrgestell. Das Ganze war nicht eingepackt, nochmal in der Tüte, sieht aber ordentlich und wertig aus. Ich weiß nicht, warum das unbedingt jetzt als Formteil sein musste. Aber gut, wir werden es ja dann im Bau noch feststellen. Dabei war natürlich noch die Anleitung, das ist so eine typische China-Auffaltanleitung, wir kennen es alle. Ich kann es auch natürlich mal aufmachen, schauen wir uns das mal an. Die Schritte sind nicht sonderlich groß dargestellt, das seht ihr ja. Und wir haben hier halt einfach mal auf diese paar Teile 83 Bauschritte. Ist alles ein bisschen übertrieben auch, da haben sie sich wohl ein bisschen an Lego orientiert. Ich glaube, weniger hätten es auch getan und dafür vielleicht ein bisschen größer dargestellt. Dabei war noch dieser Stickerbogen hier, wo wir eben diese Dodge-Symbole haben, RT, Sport, NOS System und so weiter und so fort. Ich werde die Sticker in dem Fall mal aufkleben, weil ich verschenke das Fahrzeug am Ende an jemanden, der sie sowieso aufkleben würde. Trotzdem finde ich natürlich Sticker in einem Set nie wirklich gut. Das ist auch noch so ein Set zum Hinstellen, wo es natürlich umso ärgerlicher ist, wenn Sticker dabei sind. Aber wir müssen natürlich auch darüber reden, dass dieses Set ungefähr 6 Euro kostet und man da nichts voll Bedrucktes erwartet von Anfang an. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt genug gelabert. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an zu bauen. Ihr seht dann gleich das fertige Fahrzeug und dann reden wir über die Teilequalität, wie es aussieht und so weiter und so fort und dass es am Ende eine Kaufempfehlung oder eben Nicht-Kaufempfehlung gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und da ist er schon fertig, der Dom's Dodge Charger aus Klemmbaustein von Panlos Brick. Und ja, er ist von Panlos Brick. Ich habe aus Versehen bei den Tüten gesagt, er wäre von Sembo. Habe ich mit dem Toyota GT1 in dem Moment verwechselt. Er ist von Panlos Brick. Damit ist das Ganze nochmal geklärt. Und das Ganze könnte für Fast and Furious Fans tatsächlich auch ein bisschen kontrovers sein. Denn der Charger ist sehr, sehr ähnlich wie die Version im Film, an die wir uns vor allem durch die legendären Szenen wie das Ein-Viertel-Meile-Rennen gegen Brian erinnern, mit dem herrlich übertriebenen Hochstart, der Millimeter-Szene, bei der sie vor dem Zug über den Bahnübergang springen und dem heftigen Unfall am Ende. Aber er ist eben nicht ganz gleich. Woran liegt das eigentlich? Und es ist eigentlich ganz einfach. Es hat nämlich keine offizielle Fast and the Furious-Lizenz. Es ist aber trotzdem legal. Deshalb ist es aber natürlich kein 1-zu-1-Set und die Figur hat wirklich rein gar nichts mit Dom zu tun und das zeige ich euch auf jeden Fall auch noch. Trotzdem wissen wir alle, um was es sich handelt. Nun gut, jetzt wo das Ganze geklärt ist, kommen wir endlich zu dem Set und lasst uns erstmal über die positiven Sachen reden. So macht man das ja und dann kommt man erst zum Negativen. Der erste große offensichtliche Grund ist, es kostet nur 9 Euro auf AliExpress. Ich habe euch das Ganze auch unten nochmal verlinkt. Der Preis ist einfach der Wahnsinn, das muss man dazu sagen. Es sind 300 Teile, 300 noch was Teile. Und für diese Nostalgiegefühle, die man eben vielleicht mit Fast and Furious hat, nur um die 9 Euro zu bezahlen, ist einfach cool. Ich meine, es gibt ja auch eine Version davon von Lego, die ist natürlich größer, kostet auch viel mehr. Ich glaube, um die 60 Euro hat sie gekostet. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Sind natürlich, wie gesagt, viel, viel mehr Teile. Deshalb zeige ich den auch, weil er eben von dem Maßstab und allem nicht viel mit der Lego-Version zu tun hat. Wäre es jetzt eine 1-zu-1-Kopie oder ähnliches gewesen, hätte ich das hier nicht gezeigt. Dann hat etwas ganz, ganz Grundlegendes gestimmt, und zwar das Baugefühl. Denn der Bau hat sehr viel Spaß gemacht. Die Anleitung ist sehr einfach.
aber dafür eben auch ohne Fehler und verständlich. Und deshalb hat das wirklich Spaß gemacht. Die Teile lassen sich auch sehr gut verbauen, man hat ein gutes Baugefühl dabei und die Farbtreue von den Steinen ist wirklich vorbildlich für diesen Preis, muss man sagen. Ich meine, ihr könnt es euch ja nochmal anschauen. Hier ist jetzt keine andere Farbe, außer eben dieser Schwarzton und das wirklich bei jedem Stein gleich. Wobei man das aber auch nur auf die Steine beschränken kann, aber dazu kommen wir bei den negativen Punkten. Das nächste Coole ist, der ist wirklich stabil. Man kann damit auch spielen, da würde nichts passieren. Hier fällt nicht alles auseinander, weil man ihn mal fallen lässt. Das ist sehr gut und das ist auch der guten Steinequalität in dem Fall zu verdanken. Davon abgesehen hat das Set auch wirklich seine Schokoladenseiten, wo man es gut ins Regal stellen kann und wo es auch Spaß macht vom Anschauen. Weil ich habe auch noch ein paar Punkte, die ich an der Optik kritisieren würde. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, in den Kontrapunkten. Davon muss man aber jetzt nicht abgehalten werden, das Set zu kaufen, weil er, wie gesagt, auch wirklich Seiten hat, wo er richtig Spaß macht. Ein nächster positiver Punkt ist, wir haben viele Ersatzteile. Und zwar haben wir diese Ersatzteile und lustigerweise, wenn euch das hier auffällt, was macht dieser 2x6er Brick in Grau da? Den haben wir im gesamten Set nicht verbaut, aber Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger, würde ich sogar sagen. das nächste Coole ist, man kann den Kofferraum und den Motorraum öffnen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Hinten der Kofferraum funktioniert ganz gut, also öffnen ist zu viel gesagt, man nimmt halt das Teil raus und dann sieht man hier hinten Nossflaschen verbaut. Finde ich sehr, sehr cool, ist ein cooles Feature. Und gerade wenn man ihn sich so hinstellt, finde ich, macht das was her, auch wenn es mit Stickern gelöst ist. Wenn ihr hier ganz genau hinschaut, kam die weiße Platte mit einem kleinen Kratzer an. Dieser kleine schwarze Kratzer macht jetzt nicht viel aus. Ist natürlich doof, dass genau diese Fliese eben hier im Sichtbereich ist. Das nächste ist, man kann wie gesagt auch die Motorhaube öffnen. Geht jetzt ein bisschen schwieriger, weil man muss dann hier diesen Luftansaugstutzen erstmal abnehmen. Kann dann hier das rausnehmen und kann den Luftansaugstutzen auch wieder draufbauen, das ist kein Problem. Und dann hat man hier eben einen Einblick in den Motor, ist natürlich alles nur angedeutet, aber finde ich immer cool, wenn solche Details mit drin sind. Und das Schöne ist, wenn man den wieder zumachen will, muss man den Luftansaugstutzen diesmal nicht abnehmen, sondern kann es einfach reinlegen. Was auch noch erwähnenswert ist, es hat für den Maßstab eigentlich echt einen coolen und detaillierten Innenraum. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber für den Maßstab und für die Teileanzahl finde ich das sehr cool gelöst. Aber die meisten Sachen haben auch Schattenseiten und davon ist leider dieses Set nicht befreit. Wie schon angesprochen, es ist eine fehlende Lizenz. Es ist kein offizielles Fast and Furious Set und dadurch haben wir eben verschiedenste Sachen, die im Aussehen abgewandelt wurden und die Figur hat eben nichts mit Dom zu tun. Und ganz ehrlich, das Nostalgieherz würde sagen, da muss ein Dom rein. Und wir haben jetzt oft genug über die Figur geredet, schauen wir uns sie einfach mal an. Und ihr habt schon gesehen, mir ist natürlich direkt das Lenkrad hier rausgefallen. Das ist auch noch ein Kontrapunkt, dass man einfach bei dem Lenkrad aufpassen muss, wenn man die Figur raus und reinsetzt, dass man es nicht mit abreißt. Aber okay, dann muss man halt wieder festmachen. Das ist so das einzigste Wackelteil in diesem Set. Wenn wir ihn uns jetzt ohne Helm anschauen, hat es nichts mit Dom zu tun. Wie gesagt, das sieht man so noch nicht hundertprozentig, aber ich muss nicht mehr sagen, außer dieses Haarteil hier ist dabei. Und dann sind wir von Dom sehr, sehr weit entfernt. Auch würde, glaube ich, ein Dominic Toretto kein Limited Edition Shirt anziehen. Naja, egal. Und ich finde, es sieht auch nicht stimmig aus. Ich meine, es soll im Endeffekt so ein Hemd darstellen, so ein Unterhemd. Aber dann ist es wieder wie ein Rennanzug. Und dann sind ja die Arme in Hautfarben natürlich, weil es ja bei den Hemdern da keine Ärmel gibt. Aber es sieht nicht stimmig aus. Muss man ganz ehrlich sagen, die Figur ist ein großer Schwachpunkt im Set. Aber naja, das ist halt irgendeine imaginäre Rennfahrerfigur. Sie ist dabei, man braucht sie nicht, ich würde sie auch nicht unbedingt reinsetzen, ehrlich gesagt. Kommen wir jetzt mal zum seitlichen Aussehen. Und versteht mich nicht falsch. Ich finde es sau cool, dass die Reifen so richtige Breitreifen sind und gummiert sind. Das ist cool. Aber sie haben halt echt nichts mit Trackstar-Reifen zu tun und nicht im Entferntesten was mit den Reifen aus dem Film. Das sieht man auch an den Felgen. Im Film sind ganz, ganz, ganz andere Alufelgen drauf als hier. Obwohl ich auch hier sagen muss, sie passen zu einem Dragster im Allgemeinen. Aber für einen, dem Filmtreue da wichtig ist in dem Fall, passt es eben nicht. Das nächste ist, die Film-Dodge hat hinten so ein kleines rotes Element. Und hier ist halt so ein riesiger, übertriebener Streifen drauf. Das passt meines Erachtens mal abgesehen davon, ob es zum Film passt oder so, nicht zu der Dodge richtig dazu. Das nächste ist, das ganze Teil wirkt ein bisschen unförmig, weil hier in der Mitte ist es viel zu tief im Verhältnis zu der Front und dem Heck. Und das sieht dann beim Stehen teilweise so ein bisschen komisch aus, wie als biegt das Auto in der Mitte durch. Deshalb habe ich auch gesagt, es hat seinen Schokoladensein, man muss es dann richtig ausrichten, damit solche Sachen halt nicht auffallen. Und dann wird noch das nächste, was wir auch noch seitlich sehen. Die Sticker haben in dem Fall einen ganz anderen Farbton als das Schwarz. Und
Das ist dann nervig, weil das passt dann nicht und das ist alles ein bisschen unstimmig. Und da muss ich sagen, am besten die Sticker weglassen, die hier seitlich dran sind. Die braucht man nicht unbedingt, alle anderen Sticker sehen gut aus. Noch ein großes Problem waren die verkratzten Teile. Das sieht man, die sind teilweise richtig verkratzt, richtig durch. Sehr matt teilweise auch. Und das ist sehr, sehr schade, weil mit einer richtigen Teilequalität, auch noch vom Aussehen her, wäre das Set nochmal ein ganzes Stück besser. So mit den zerkratzten Teilen, gibt es da Luft nach oben. Auch hier mit diesen Silberteilen haben sie generell irgendwie Probleme. Da hat man immer so einen starken Farbverlauf drin. Das sieht auch nicht wirklich so cool aus. Das sieht man ja hier an den Spiegeln sehr gut, diesen Farbverlauf. Und der ist in echt noch sehr viel auffälliger als jetzt auf der Kamera ersichtlich. Und ihr merkt es schon, leider ist die Kontraliste auch nicht gerade kurz. Aber vor allem durch den kundenfreundlichen Preis gebe ich trotzdem mit gutem Gewissen eine Kaufempfehlung und damit einen Daumen nach oben. Man kann als Fan der Serie und auch als genereller Deutsch-Fan viel Spaß damit haben, auch wenn es wie gesagt seine Schwächen hat. Wenn ihr es kaufen wollt, habe ich es euch verlinkt. Und nein, ich bekomme keine Provision. Den Dodge gibt es übrigens auch noch in einer anderen Version, den ich euch hier nochmal einblende. Und ich würde sagen, wenn ihr dieses Set oder den anderen Dodge habt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst gerne, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.